das ungefähr so 10 Minuten an. Dann so, was steht da? So, ich kann das nicht lesen. Und guckt auch noch von der Seite so. So ja. Ganz komisch von der Seite. Genau. Das war so. Also gibt Nadine mal ein. Frauentausch Nadine. Die Leute, die es nicht kennen. Und guckt euch das mal an. Das richtig so. Hammer. Die findet auch zum Beispiel mit dem Essen. Oh. Hammer, ey. Alles ganze gesunde Öko-Zeug. Das kann man nicht essen. Weil, wo viele Vitamine drin sind, ist halt in Wurst. Ja, ganz viele. Genau. Bio ist und Abfall. Kinder, und Kinderriegel. Oh, genau, zu ihrem Kind hat sie so, so willst du Kinderschokolade, da ist ganz viel Kindermilch drin, schön gesund. Genau. Oh, fuck, ey, guckt's euch einfach an, ey, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern. Boah, das war so... Sollen wir jetzt mal den Weg entlang laufen? Ja, ne? Ich lauf den Weg entlang. Ja. Nee, das Hammer war... fett, ey. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Weiß ich nicht. Wir sind vielleicht hier mal hergelaufen, aber noch nicht so. Na, weiß ich jetzt nicht, glaub nicht. Ach, dieser Hut, der sieht so. Oh, die Sonne geht langsam. Mhm. Zunichte. Was steht da? Die ist so scheiße, ey. Oh, fuck die Watte an. Oder der Assi Olaf, nee, hieß der, ne? Ne, Andreas. Andreas, ey. Boah, Psycho Andreas. Halt, stopp! Mhm. Er ist so ein Assi. Er ist einfach nur, egal wo man heutzutage hinseppt, mittags, über einen Mittagsraum, ey. Da ist doch nur noch so ein Scheiß am Laufen. Manche Sachen sind zwar ganz interessant, gerade wenn man wirklich Langeweile hat, gucke ich es mir selber auch ab und zu mal an. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Assi TV, ne? Ja, wenn man mal dachte, oder Hartz IV TV. Kommt auch mal dran, was du jetzt dazu sagen möchtest. Auf jeden Fall, ja, mein Gott. Manche Sachen sind aber halt einfach hohl. Zum Beispiel habe ich heute, war so eine ganz dicke mit Brille und die hat immer Sahne in sich hineingeschlungen. Ey. Nein. Sie saß auf der Couch, hat Fernsehen geguckt und normaler Mensch würde jetzt sagen, ich esse gar nichts vom Fernsehen oder ich trinke mir einen Kaffee oder irgendwie sowas oder esse irgendwie ein paar Kekse oder Chips oder sowas. Sie, nein, hat ihre Sprühsahne neben sich, ey, und pfeift sich da eine Dose nach der anderen rein, ey. Hast du was mit dem Schnitzel mitbekommen? Nee. Die hat, im Restaurant wollte sie ein XXL-Schnitzel, ne, essen und versuchen, das zu schaffen. Ah. Dann hat sie es nicht geschafft, den Rest, ne? Und dann okay. So, oh ja, ich will aber das Schnitzel umsonst bekommen, weil bei so XXL-Sachen ist ja immer so, dann kriegt man es umsonst, wenn man es geschafft hat, ne? Ach so, okay. Und dann nimmt die das Schnitzel und packt sie in ihren Ausschnitt... Und sagt, sie ist fertig. Oh, ne? Nee. Das, was mit Ketchup noch voll war und sowas halt. Und die richtig schön in den Ausschnitt. Hat man sogar gehört, wie das so reingepatscht hat da, ne? Mhm. Und dann kam der Kellner und hat gesagt, boah, sie haben es ja geschafft. Können wir ein Foto machen? Sie sind die Erste, die es geschafft hat. Mhm. Und dann musste beide Arme heben, als ob sie jubeln würde. Und das Schnitzel runtergefallen. Und das Schnitzel ist so runtergefallen, nur. Oh. Aber man muss erstmal auf die Idee kommen, sich so ein Schnitzel da reinzustecken, was voll mit Ketchup ist. Ja, das stimmt. Das ist es ja. Aber ich würde das nicht machen. Scheiße. Ne, ist auf jeden Fall. Es gibt halt verschiedene Sachen, die sind halt wirklich ein bisschen assig und die, weiß ich nicht, also ne. Was ich mir ab und zu gerne angucke, ist hier, Mama. Wie heißt das nochmal? Mit den Verdachtsfällen da. Verdachtsfälle. Genau. Das ist ziemlich interessant. Also da habe ich schon ein paar Mal... Okay. Oder ja. Verklag mich doch. Ja, okay. Das kann ich auch noch gucken. Das ist noch okay. Aber die anderen scheiße Sachen hier mit... mitten im Leben und sowas... Ja, das kannst du doch wirklich vergessen, oder? Ja, das ist doch... Nee. Was ich mir immer gerne angucke, ist Privatdetektive im Einsatz. Ja, das ist auch geil. Stimmt. Boah, ist das ey. Laufen wir hier. Warte mal, ich guck mal eben auf die Karte. Wo wir hinlaufen. Wir sind da, wir laufen ins Auenland. Genau, Bockland. Auenland. Cool. Dann seht ihr zum ersten Mal das Auenland hier bei uns. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich freue mich. Auenland ist schön. Mhm. Wie heftig sind eigentlich die Gegner hier? 14, das geht doch. Trotzdem. Das geht. Trotzdem will ich nicht unnötig irgendwie. Was denn? Das ist ein Huhn. Ein Chicken Nugget. Geiler Scheiß. Ein Chicken Nugget. Er ist die Brandybeinbrücke da. Brandybeinbrücke.
Heißt doch so, ne? Brandywein. Brandywein? Brandywein. Brandy. Ja, Brandy in Englischen. Brandywein, Brücke. Aber in Deutsch Brandywein. So, mit wem müssen wir Saladin? Saladin. Ich glaube, da machen wir hier die nächsten Aufträge. Da ist es doch. Ja. Guten Tag. Jetzt finishen. So, und die hätte jetzt noch schon wieder einen Auftrag, der alte Wald. Bauer Margot, Bauer Margot, sprecht mit Bauer Margot. Nehme ich an, Alter, Bauer Margot. Ich will zu Bauer Margot, komm. Ich will zu Bauer Margot. Dann machen wir am besten hier die Aufträge weiter, weil in Bre waren, glaube ich, keine mehr so viele. Ja, und ich will jetzt Bauer Margot, komm. Ja. Dann müssen wir am besten auch hier den Meilenstein freischalten. Wo ist er denn? Gucken wir nachher. Ja, nicht, dass wir gleich sterben. Wir müssen mit Bauer Margot reden. Ja, und dann hat er plötzlich eine Aufgabe und dann müssen wir von dort... Nee, Alter. Ja, okay, dann lass uns den Meilenstein erstmal suchen. Suchen, genau. Lass uns mal kurz wieder zurückgehen. Ich glaube, ich weiß aber, wo der ist. Ja. Weil habe ich keinen Bock drauf, ey. Ohne Scheiß. Ja, dann sind wir jetzt im Auenland. Nächstes Kapitel. Ja, sozusagen. Aber wir müssen über die, Brandywein-Brücke. Ernsthaft? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, Hauptsache, wir haben den Stein. Okay. Bock, ich denke mal, hier die Aufgaben sind auch nicht ganz so heftig. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Och, ich glaube, da wird es schwieriger. Ah. Ist das nicht schön? Boah, geil, ey. Wunderschön. Alter, wo ist der Stein? Ja, warte, ich weiß, glaube ich, wo der ist. Ey, guck mal, das ist bestimmt ein Haus zum Kaufen hier. Oder ist das einfach nur ein Schild? Weiß ich nicht. Bin ich allwissend? Weiß ich doch nicht. Doch mal hell werden, mal langsam wieder, ey. Ja, dann sieht's erst richtig schön aus, wenn es hell ist. Wenn es hell ist, dann ist es schön, weil Licht scheint. Alter Vater, Gasthaus zum goldenen Barsch. Ich glaube, die hat auch gesagt, oder gibt es eine Verarsche, Atomkraft finde ich gut, weil das staubt nicht so doll. Alter, wo ist jetzt der Meilenstein? Kann man das nicht auf der Karte gucken? Warte mal, ich guck mal. Eigentlich schon, ne? Haubingen, wir sind jetzt gerade, wo sind wir denn? Hm? Boah, ich weiß nie, wo wir sind, ey. Da sind wir. Wo ist denn hier Meilen? Brandywein-Brücke ist dort. Alter, ja, wo ist denn hier ein Meilenstein, verdammt? Ja, aber wir finden vielleicht dann irgendwo eins. Lass uns mal wieder zurücklaufen. Ja. Keine Ahnung, na, ist egal. Ne, die hat das echt, oder war nur eine Verarsche. Auf jeden Fall hat irgendjemand das so gesprochen, glaube ich. Mit Atomkraft finde ich gut, weil das staubt nicht so doll. Oh, scheiße, ey. Ja. Die ist so scheiße, die Frau, ey. Na, die sagt. Also, tut mir leid. Ne, dumm im Kopf. Die kann vielleicht ein netter Mensch sein, so, aber, ey, warum muss man sich für sowas hingeben, ey? Weißt du, ich bin ja auch nicht so der große Gemüsefan. Eigentlich gar nicht. Aber ja, ich aber weiß komm, wenigstens, ey, dass Gemüse gesünder ist als irgendeine Pizza oder so. Ja, genau. So bescheuert, ey. Na gut, Gemüse, kann man jetzt auch nicht von gesund jetzt so doll reden. Hat halt Vitamine, so, ne? Aber... Ja, ich sollte es auf jeden Fall mal essen. Na du ja. Gut, ich eigentlich auch. Ja, aber ich ja noch extrem. Ja. Ich halt schon die ganze Zeit jetzt hier mal Ausschau nach... Also sind das Kinder? Ne, doch sind Hühner. Ja, und Hobbits halt, ne? Du darfst Hobbits nicht mit Kindern verwechseln. Weil, wie sagte Aragorn im zweiten Teil, nur Kinder in euren Augen. Genau. Guck mal, bin ich... Hier ist, glaube ich, das Fest, ne? Nee, das ist es nicht. Ne? Ne, es gibt nochmal ein anderes Teil, wo ein Fest-Sings ist. Okay.
Bocklandmarkt. Bauer Margot, ey, der lässt sich. Der Bus wird auf der anderen Seite bleiben können, ey.